Klimaschokolade. Wir nennen sie Schoko for Change. Das ist eine super Schokolade in einer bewährten Rezeptur, Vollmilchschokolade mit 37% Kakao. Sie ist 100% fair, sie ist 100% bio, sie ist 100% transparent. Transparenz in Richtung Lieferkette, also vom Ursprung bis zum Fertigprodukt, wie auch Kalkulation. Die Klimaschokolade ist ein Kampagnenprodukt, bei dem jeder Käufer, jede Käuferin einen Beitrag leisten kann. Unser Verkaufspreis ist 2 Euro für diese Tafel Schokolade. Von diesen 2 Euro gehen 20 Cent in Klimaprojekte. Das eine ist, was wir direkt als GEPA leisten, einen Beitrag für unseren Kakaohandelspartner auf Sao Tome, Secagence. Da geht es um ein projekteigenes Aufforstungsprogramm. Es werden Brotfruchtbäume angepflanzt, die der Erosion vorbeugen und deren Laub fruchtbaren Humus bieten. Und wir arbeiten mit der Klimakollekte zusammen. Das ist der CO2-Kompensationsfonds der christlichen Kirchen. Und über die Klimakollekte wird ein Beitrag abgeführt an KCU. Das ist unser Kaffeehandelspartner in Tansania. Hier sammeln die Menschen mühsam Holz, um auf offenem Feuer ihr Essen zuzubereiten. Und um da etwas zu einer Klimaverbesserung beizutragen, bekommt KCU einen Beitrag vom Verkauf dieser Schokolade. Sie können neue Öfen bauen, die die Emissionen reduzieren und für die sie weniger Holz brauchen. Das heißt, die Abholzung wird reduziert. Wir haben uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Wir wollen in einem Jahr 100.000 Stück verkaufen, um insgesamt 20.000 Euro abführen zu können. 6.000 Euro für Secagence auf Sao Tome und 14.000 Euro für die Öfen in Tansania. Macht mit, dass diese Schokolade ein Erfolg wird, dass wir diese 20.000 Euro in einem Jahr tatsächlich an die Handelspartner in Afrika überweisen können. Musik